wie hast du geschlafen? Sehr gut. Mir war ein bisschen kalt, aber ansonsten sehr gut. Nick. Genau so. Genau so. Habt ihr auch übereinander geschlafen? Ja. Also, im Stadtbett. Was gibt es zum Frühstück, Flo? Ganz gesundes Sportlermüsli. Wirklich? Mit ganz wenig Zucker. Wurst und Brot haben keinen Zucker, deswegen mache ich es auch nicht dick. Wie lange ist noch bis zum Training? Es ist 9.10 Uhr, also haben wir noch knappe Stunde. Oh, schon nicht so lange mehr, oder? Nee, ich meine, es ist halt immer der Nachteil, wenn man so lange schläft. Brian musste erst die Inhaltsliste übersetzen. Ja. Ist nicht gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Avella ist. Hm. Haselnuss. 1% Haselnuss. Das ist jetzt immer die Frage, wenn ich eigentlich gegen Nüsse allergisch bin, ob ich was mit 1% Haselnuss esse oder ob das mir eigentlich egal ist. Ja, wir sehen, also die Gefahr ist nach wie vor real. Ich bin Smart Move Fritz. Kommt der Dosa jetzt hier hin, muss immer irgendein Vollidiot in die Küche rennen. Gut. Hallo Niki. Du hast jetzt richtig Lust, gefilmt zu werden, oder? Ja, nee. Wenn ich mich reden muss. Ja, ich mach einfach, ich film dich einfach so ein bisschen, ne? Also, dritter Tag in Montegordo. Erste große Trainingseinheit steht auf dem Programm. Wir machen Tausender mit vielen Leuten aus Golfer-Deutschland, würde ich mal sagen. Wir gehen hier auf so eine Waldstrecke, wo es ein bisschen auf und ab geht. Der Untergrund so ein bisschen sandig, steinig ist, also nicht ganz einfaches Gelände auf jeden Fall. Aber weil wir so viele Leute sind, haben wir es auch aufgesplittet in zwei Gruppen. Die erste Gruppe schneller als 3:10 auf die Tausender ist schon los. Da gehören auch Nick, Flo und Brian dazu. Jan und ich, wir kommen dann gleich hinterher und mit Luke und Niki. Niki hat so ein bisschen Schnupfen oder so. Die haben wir auch noch wen zum Filmen dabei und dann wird das eine richtig geile Einheit, glaube ich. Wir sind schon einfach eine krank große Gruppe. Also Nick, was meinst du, wen wird heute Alina und Hanna schnupfen? Von uns? Ja. Mich nicht. Ja, ein bisschen Angst habe ich schon, ne? Ja. Ich habe gehört, dass es heute ein Battle geben wird zwischen mir und Markus. Zwischen mir und Markus? Ja, irgendwie gab es da so Gerüchte. Also, ich habe da noch nichts von gehört. Wir trainieren hier gemeinsam und versuchen nicht zu überziehen heute. Also, okay, aber sagen, ja. Ich nehme Wetten an. Ihr könnt jetzt hier unten eure Wette platzieren und ich manage das so ein bisschen. Wie schnell wird angegangen bei euch? 2:30. Okay, 2:30, was? Gehe ich mit. Anna, hast du für heute irgendwelche bestimmten Ziele, wie du von den Jungs irgendwie abziehen möchtest? Oder? Nee, diesmal nicht. Erstmal noch gesund werden. Ich bin immer noch nicht so auf der Höhe. Okay. Von daher erstmal durchleben. Der gesamte Fokus liegt auf dem Auslaufen. Ja, auf jeden Fall. Dann Auslaufen ist das Allerwichtigste. Wir fokussieren uns aufs Auslaufen. Genau. Ich habe gehört, es gibt einen Wettkampf. Heute? Ja, zwischen Max und dir? Nein. Ja, die Wetten wurden schon gesetzt. Fuck. Sieht nicht gut aus für meine Karten, glaube ich. Fühlst dich wenigstens gut? Nee, eigentlich nicht. Ja, Max auch nicht, das ist gut. Also Nick, was machen wir jetzt? 8x1000. Ja, 2 Minuten Pause. Und wie schnell ungefähr? Ja, wir fangen 3:05 oder ein bisschen ruhiger an. Ja, wir hängen uns mal an die Schnellen hinten hin und übertreiben nicht. Und dann übertreiben die anderen und wir trotzdem nicht. Und dann haben wir am besten trainiert heute. Fear here, you ain't giving this to all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Them checks big and I'm sure that that hurts. But it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide, you ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the work. For them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto, hard work.
put this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. I'm far ahead and gotta run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I'll be on the way. Yeah. You know I'll be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I'll be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the Are you ready for the comeback? You know we the ones that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Now I see you with your bad self. If you into taking L's, then I can't help. I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, this all by myself. Y'all know, this is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the Are you ready for the comeback? You know we don't want that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? So panic. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This is forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Y'all were just leaving, I think about time that somebody go get them, they call Rev. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ja, Flo. Also es war schon echt auch richtig anstrengend. Ich habe mit Nick und mit Ryan in einer Gruppe 8x1000 gemacht. Ja, das ist die Pendelstrecke, die ihr schon gesehen habt. Immer so 3-0. Der letzte war dann sogar in 2:48. Ja, bei mir waren die ersten vier schon ein bisschen zäh. Also ich habe mir echt immer an der Gruppe so ein bisschen ranhängen müssen und es hat sich ein bisschen gezogen, aber dann lief es von Lauf zu Lauf besser und ich bin richtig reingerollt. Das war echt eine richtig gute Session für mich, seit langem mal wieder, also Daumen hoch. Geil. Wie war es bei dir? War gut. Ja, alle Läufe in 3-0, die letzten ein bisschen schneller, bin sehr zufrieden. Naja, willst du die Banane ganz reinwerfen? Ja, klar. Komplett ganz? In der ganzen Länge? Ja. Mit der Schale, Flo? Ja, mit der Schale. Oder die haben alles jetzt drüber getragen ins andere Abfahrt? Ich glaube rein. Hey, Mano Ango. Junge, wie viel haut denn der Flo da rein? Running! Die zweite Krone in Monte Gordo ist anders. Ui. Wenn man die Wahl hat aus dem deutschen Meistertitel und dann Krone in Monte Gordo.
Was nimmt man da? Ich würde sagen Krone, oder? Ja, definitiv. Ist, weil den deutschen Meistertitel hast du ja schon. Ja, perfekt. Will jemand was zum Essen sagen oder nicht? Nein, sagen wir, dass sie ist jetzt mit dem Hund los.